Ich glaube, David macht auf jeden Fall etwas besonders, dass er einen sehr, sehr guten Willen hat. Er versucht wirklich sehr, sehr hart an sich zu arbeiten, besonders in den Mechanics. Dafür muss man ihm auf jeden Fall viel Respekt zollen. Und ich denke auch, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr viel versucht, besser zu werden in mehreren Hinsichten. Und der ist auch immer offen für harte Arbeit. Also da schämt er sich nicht sozusagen, ist ready durchzuziehen. Und ich glaube, das macht ihn ein bisschen besonders. Und seine, ich sag mal, sehr nette, freundliche Art, mit dem man einfach gut auskommt. Man hat ihn gern um sich. Ich glaube, diese Kombination ist sehr, sehr gut für so einen jungen Spieler. So ehrgeizig und gleichzeitig sehr handlich. Und ich glaube, das macht ihn sehr, sehr besonders. Mit Karim und Eli im Main Team zu spielen bedeutet mir sehr viel. Ich denke, das ist auch ein langer Weg, den wir dann auch ab einem bestimmten Punkt im Academy Team dann gemeinsam gegangen sind. Karim hat es als erstes geschafft, dann hatte Eli eine Chance. Ich denke, es ist auch was sehr Besonderes, vor allen Dingen, wenn man so eine langjährige Freundschaft hat jetzt über die Jahre. Es bedeutet mir einfach sehr viel und es gibt auch immer gute Motivation, weiterzumachen und nach höheren Zielen zu greifen. Es ist ein neues Spiel, wir sind alle sehr jung. Ich meine, es gibt keine besseren Voraussetzungen als jetzt. Man hat in den letzten CSGO-Events ganz klar gesehen, welches Potenzial in den Jungs steckt, besonders auch in David. Ich denke, seine Entwicklungskurve geht ganz steil nach oben und er wird den einen oder anderen in der Zukunft enorm überraschen, was noch in ihm steckt. Also was Big für mich so besonders macht, ist einfach, dass ich mich hier zu Hause fühle. Also es ist einfach ein Gefühl von Zuhause sein. Ich habe hier meine Freunde, auch jeder, der bei Big mitarbeitet. Also ich fühle mich hier einfach super wohl. Und es gibt keine andere Organisation, die dem Spieler so sehr hilft, auch im alltäglichen Leben. Und was für eine Geschichte auch hinter Big steckt, das ist einfach nur, ich will einfach ein Teil davon sein und nicht nur ein Teil, sondern auch jemand sein, der die Organisation und die Geschichte von Big weiter voranbringt. Und das bedeutet mir einfach sehr viel. Und ich glaube auch an alles, was hier gemacht wird, also mit ganzem Herzen an jeden und ja. David hat in der Vergangenheit gezeigt, was in ihn steckt und deswegen haben wir uns entschlossen, einen sehr langfristigen Vertrag mit ihm abzuschließen. Er ist, auch wenn das viele vielleicht nicht wissen, ein Big-Urgestein. Er ist schon ewig bei uns, hat alle Höhen und Tiefen miterlebt und wir haben eine sehr, 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 sehr enge Connection miteinander. Ich denke, David repräsentiert alles, für was Big steht. Wir haben Leute, die hungrig sind, die Erfolge feiern wollen. Das haben sie jetzt in den letzten Turnieren in CSGO auch noch gezeigt. Wir arbeiten hart daran, diesen Weg weiterzuführen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Charaktere im Team haben. Und David ist ein absoluter Grundstein davon, dass wir in Zukunft diesen Weg gemeinsam gehen. Zu David was direkt sagen, was er dann erst im Video sieht? Ja, können wir machen. Ja, David, auch an dich. Ich freue mich natürlich, dass du im Main Team bist. Ich freue mich, dass du mein Freund bist. Und ich hoffe einfach, dass du weiter dran bleibst und nicht irgendwelche Höhenflüge hast. Aber dafür bin ich auch da. Ich hole dich direkt darunter, keine Sorge. Und ja, bleib auf jeden Fall so, wie du bist. Und schön, dich dabei zu haben.